Sie erleben jetzt eine Premiere. Ich darf das erste Interview mit meiner Schwester führen, mit der Andrea. Du warst ja bis letztes Jahr immer noch aktiv hier unterwegs und letztes Jahr bist du auch Vierte geworden hier in Massenstadt. Das war diese spektakuläre Verabschiedung, wo dann das DKB Danke Andrea Plakat ausgerollt wurde. Ja, wie sehr fehlt dir der Biathlon? Also im Moment regnet es ja sehr stark, draußen ist schlechte Sicht. Also im Moment bin ich ganz froh, hier im Zelt sein zu dürfen und trotzdem beim Biathlon dabei zu sein, aber eben von einer ganz anderen Perspektive. Es fehlt mir nicht wirklich. Ich habe das so lange gemacht und ich habe es auch sehr genossen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt auch den Schwung geschafft auf die andere Seite und ich genieße jetzt einfach zuzusehen. Aber du bist hier nicht einfach im Zelt, um im Zelt zu sein. Du hast hier auch Aufgaben. Was machst du denn hier? Na, ich bin im DKB-Zelt diese Woche als Moderatorin mit eingeteilt, zusammen mit der Kadi Wilhelm und dem Frank Luck. Und das macht mir auch viel Spaß, das mal von einer ganz anderen Seite zu sehen und mal so einen ganzen Tag eine andere Aufgabe beim Biathlon zu haben. Und es hat sich auf jeden Fall auch für mich gelohnt, das mal auszuprobieren. Und ich bin jetzt noch die ganze Woche hier und freue mich auch drauf, dass ich das jetzt noch ein paar Tage machen kann. Bist du dann auch mal im Stadion oder zeigst du dich mal den Fans? Na, am Ende der Woche zeige ich mich natürlich auch mal wieder meinen Fans im Stadion. Ich werde nochmal verabschiedet vom Deutschen Skiverband und vom Thüringer Skiverband, gemeinsam mit drei Langläufern. Das war dann die Überraschung. Und ich möchte aber auch, da ich ja nun kein Abschiedsrennen gegeben habe, dann noch mit einem Packen Autogrammkarten beladen auf die Runde gehen und dann auch Autogrammkarten austeilen, weil ich das die Jahre zuvor ja nicht geschafft habe. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin schon fleißig am Schreiben, dass es dann hoffentlich auch reichen, meine Autogrammkarten für den Sonntag. Also das ist jetzt der Aufruf an alle Fans. Die Andrea ist am Sonntag auf der Strecke und wird sich von ihren Fans verabschieden. Also ja, ich denke, sie wartet dort. Nicht, sie wartet nicht. Wartest du? Na, ich warte nicht. Ich denke mal, ihr seid schon alle da. Ich mache das zwischen den Rennen. Die Frauen sind quasi schon durch. Die Männer sind dabei, sich aufzuwärmen. Und ich bin quasi das Zwischenprogramm. Was denkst du, das Rennen ist jetzt gestartet, der Erik Lesser ist sehr gut gestartet. Was denkst du, was bei den Jungs heute zu holen ist? Ja, es kommt natürlich darauf an, was jetzt der Nebel macht, ob er nochmal reinkommt, ob es reicht, dass wirklich das Rennen zu Ende gelaufen werden kann. Aber in Biathlon gibt es eine neue Regel, dass nach dem dritten Läufer, wenn der dritte Läufer durch ist, dass die Staffel gezählt wird. Und dann hoffen wir mal, dass zumindest drei Läufer gut durchkommen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Bei den Männern ist es sehr, sehr dicht. Die Männer hatten schon in Hochfilzen einen fünften Platz mit einer sehr guten Leistung. Aber eben auch andere Mannschaften wollen aufs Podium und deswegen kann alles passieren. Genau, wir drücken die Daumen für die deutsche Mannschaft. Und ich habe heute gelernt, dass es eine neue Regel gibt, dass bei Biathlon mindestens der dritte Läufer im Ziel sein muss, dass dann die Staffel gewertet wird.